Moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen. Sensel Survivor hier mit ein paar ersten Eindrücken von der neuen Season, so wie ich es so erlebt habe. Und was so Neues auf uns zukommt, wo wir gerade dabei sind, dann erstmal herzlich willkommen an alle Neueinsteiger an Tarkov. Ich kann euch nur bitten, am Ball zu bleiben. Zieht das Ding durch. Tarkov lohnt sich auf jeden Fall. Wird nicht leicht, aber ist es auf jeden Fall wert, sozusagen. Und ja, ein paar kleine Tipps dazu von meiner Seite. Jetzt zocke ich ein gutes Jahr. Ich habe letztes Jahr Anfang Juni angefangen mit Tarkov. Und aus meiner Sicht wollte ich euch ein paar Dinge mit auf den Weg geben, wie es mir so ergangen ist in der Zeit. Und ich kann euch sagen, macht euch keine Sorgen. Tarkov nimmt, aber Tarkov gibt auch wieder zurück. Und ihr müsst bloß dranbleiben. Spielt regelmäßig, lernt die Maps kennen, die Lootstellen und so weiter. Versichert euer Zeug. Das ist ganz wichtig. Es kommt echt viel zurück. Irgendwann, ich habe die Edge of Darkness Version und irgendwann ist der Stash so voll gewesen, was ich nie hätte mir träumen lassen. Also von daher macht euch nicht allzu viele Sorgen, habt nicht allzu viel Angst zu sterben und so. Bleibt am Ball, habt Spaß mit Tarkov. Es ist auf alle Fälle echt der beste Shooter der Welt, den ich kenne. Es macht so viel Spaß. Ich merke es gerade jetzt wieder mit der neuen Season. Wir haben uns so auf den Vibe gefreut. Die Events waren der Hammer. Es hat so viel Spaß gemacht, Tarkov zu spielen. Und selbst der Einstieg war richtig, richtig geil. Und ich war noch nie so gehypt auf den Vibe wie auf den letzten jetzt. Am Mittwoch war auch erst mein zweiter. Gut, so. Was ist neu? Flohmarkt. Jetzt erst ab Level 20, könnte interessant werden. War in der letzten Season ab Level 10 verfügbar und war eigentlich immer so, sage ich mal, eine Quelle für Casuals, Gelegenheitsspieler, sich auch mal mit Loot zu versorgen. Ich sag mal, ich find's okay für mich persönlich, Level 20. Klingt interessant, werden wir sehen, wie es sich entwickelt. Und ja, für manche einen könnte es schwierig werden oder lange dauern, Level 20 zu erreichen, aber der positive Effekt, den ich sehe, ist halt, man ist mehr gezwungen, auf der Map aktiv zu werden, mehr zu looten, die Maps zu erkunden, anstatt so praktisch sich selbst zu versorgen, anstatt nur im Flohmarkt einzukaufen. Nimmt möglicherweise auch ein bisschen, keine Ahnung, ob das zutrifft, den Cheatern, diesen elenden Hurensöhnen, den Wind aus den Segeln, weil selbst gekauftes Geld nützt dir jetzt erstmal nichts, weil du ja im Flohmarkt noch nicht kaufen kannst. Gut, der zweite Punkt, was neu ist, Scav Karma. Da kann ich noch nicht allzu viel sagen. Hab, glaube ich, ja, 3, 4, 5 Runden Scav gespielt. Was sich gezeigt hat, ist, dass es schwer ist zu entscheiden, ab wann schieße ich auf einen Scav oder einen Scav-Spieler. Die Scavs sind ja generell eigentlich friedlich, bis auf die Raiders und die Kultisten. Letztens hat mich ein Sektant weggemacht auf Shoreline, schneller als mir lieb war sozusagen, und mein Loot war im Arsch, mein guter Loot. Das ist halt auch der Punkt, wo ich sage, wann schieße ich zurück oder wann fange ich an zu schießen? Da muss man noch sehen, wie sich das entwickelt. Ich weiß auch nicht, wie schwer es ist, dieses Karma, dieses schlechte Karma wieder auszubügeln. Wahrscheinlich nicht so schwer, wie man denkt. Tja, dazu fehlt halt Erfahrung. Wir werden es am Ende der Season wahrscheinlich wissen. Keine Ahnung. Ja, genau, die Sache mit den Raiders und den Kultisten, das ist auch so ein Punkt. Die zählen ja auch als Scavs.
und die schießen auf dich und du musst zurückschießen. Das Dumme ist nur, wenn du einen umlegst, zieht es dein Scav-Karma nach unten und da weiß ich noch nicht so richtig, ob das so zielführend ist, sozusagen. Der andere gute Punkt an der Sache ist, und das haben wir im Event schon gesehen, in den Events, ein Event davon war ja die Nutzung der Exits, wo man als Scav ein PMC brauchte, beziehungsweise als PMC ein Scav. Das haben sie gut gemacht. Jetzt wissen hoffentlich die meisten, wo diese Exits auf den Maps zu finden sind. Und ich habe es noch nie gesehen vorher, dass sowas genutzt wurde. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass diese Exits öfters genutzt werden, weil jeder davon profitiert, sozusagen, bezüglich seines Scav-Karmas. Was gibt's noch zu sagen? Ja, Gebüsch. Das Gebüsch bremst jetzt extrem aus. Ihr könnt nicht mehr durch die Gebüsche oder Sträucher durchrennen, weil ihr werdet abgebremst. Ist nervig. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Was halt noch nervt, ist, wenn du selbst am Gebüsch vorbeirennst und an den Ast kommst, an den Zweig da rausguckst, da bremst dich sofort ab. Das ist schon etwas nervig stellenweise. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ob ich es gut finden soll oder nicht. Ich nehme es erstmal hin, wie es gegeben ist. Ändern kann ich es eh nicht. Mein Zuspruch hat es irgendwie nicht so. Fühlt sich kacke an irgendwie. Keine Ahnung. Und wie gesagt, was bleibt uns übrig? Man muss es halt so nehmen. Mit Sicherheit wahrscheinlich auch Vorteile. Du kommst aus dem Gebüsch so schnell auch nicht mehr raus. Also wenn jemand im Gebüsch campt und auf dich schießt und du schießt zurück und er versucht rauszumoven, wird er ein bisschen gebremst. Von daher ist es vielleicht nicht so schlecht, ich weiß es nicht. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, dass man sich im Gebüsch nicht mehr hinlegen kann. Auch da muss ich sehen, was ich am Ende der Season sage. Am Anfang ist es immer alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig und man meckert vielleicht hier und da mal rum. Am Ende sagt man sich, hey, war ja gar nicht so schlecht. Werden wir sehen. Gut, die Munition hat jetzt einen sogenannten Durability Burn. Das heißt, wenn ihr mit der Waffe schießt, verletzt oder beschädigt der Schuss sozusagen die Waffe. Das müsst ihr dann reparieren, müssen wir dran denken. Ich denke auch dran, dass im Slash dann wieder die Waffe zu reparieren. Wir haben dafür zwei neue Skills. Eine ist Weapon Maintenance, Waffenwartung, Waffenpflege und der zweite ist Troubleshooting. Das ist die Fehlerbehebung im Kampf. Also wenn ihr im Raid seid und die Waffe Ladehemmung habt, könnt ihr sie mit Shift-T, glaube ich, war das, wieder so in Stand setzen sozusagen und den Skill leveln. Die beiden Skills werden uns wahrscheinlich dieses Fehlverhalten der Waffen etwas minimieren oder besser oder möglicherweise beim Troubleshooting die Dauer, bis die Waffe wieder in Stand gesetzt ist, verringern. Ich weiß es nicht, müssen wir sehen. Auf alle Fälle klingt das recht interessant und noch was zu diesem Wert auf der Munition. Je niedriger dieser ist, desto besser ist es für die Waffe. Desto weniger Schaden nimmt sie beim Schießen. Was ich aktuell so fühle, ist halt, dass es wenig Loot gibt. Also ich hatte auch mal irgendwas gelesen oder gehört irgendwann, es ist schon eine Weile her, da war die Rede von Loot Shortage oder Loot Scarcity. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt aktuell haben oder ob halt das an der geringen Loot XP, an dem Skill liegt, der noch nicht so gut entwickelt ist. Bei den Händlern ist sowieso aktuell viel gerade ausverkauft. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass viele Leute gerade aus diesem geringen Bestand, den die Händler aktuell haben auf Stufe 1, dass halt sehr viele Leute halt daraus kaufen oder so. Von daher weiß ich es noch nicht. Gefühlsmäßig kommt es mir so vor, als wäre diese Loot-Knappheit, dieser Loot-Mangel schon implementiert, aber ich kann das immer noch nicht so sagen, weil ich
mich kaum noch erinnere sozusagen an den Anfang der letzten Season, sondern mehr so die letzten Tage oder die letzten Wochen so im Gedächtnis habe. Aber es fühlt sich so an. Ich habe so das Gefühl, es gab Anfang der letzten Season mehr Loot sozusagen. Aber auch das ist nicht keine objektive Feststellung, sondern halt nur eine gefühlsmäßige von mir, was ich so beobachtet habe. Wäre nicht schlecht, mal von euch zu hören, wie ihr das so empfindet, ob euch das auch so geht. Keine Ahnung, wir werden sehen. Was gibt's noch? Ja, Kappa soll wohl jetzt erst mit Level 70 verfügbar sein, wurde mir gesagt. Ich kann es nicht bestätigen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass in den Patchnotes erwähnt wird, dass es generell schwerer wird, den Kappa zu bekommen. Was das nun genau bedeutet, kann ich noch nicht sagen. Müssen wir sehen, abwarten. Gut, dann das Maximallevel wurde auf 79 angehoben. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich werde es wahrscheinlich nicht erreichen. Ich hatte noch nicht mal die 50 erreicht in der letzten Season. Gebe natürlich diese Season Vollgas. Bin auch jetzt schon gestern Level 10 geworden. Das ist eigentlich, so schnell war ich noch nie irgendwie gelevelt, wie jetzt in den letzten 2 Tagen. Werden wir abwarten, wohin uns die Reise führt. Es gibt sicher Leute, die schaffen das. Ansonsten ist das wahrscheinlich kein Ziel für mich. Ist okay, wenn sie es so gemacht haben, wird die wenigsten von uns wahrscheinlich betreffen. So, wo wir gerade dabei sind, noch eine Meinung von mir sozusagen, weil man merkt es immer oder man hört es immer, dass halt die Gelegenheitsspieler oft belächelt werden, oft auch so übergangen werden sozusagen, indem man sich wünscht, wie in der letzten Season wurden ja Stimmen laut, dass Tarkov zu einfach ist, dass man es schwerer machen muss und so weiter und so fort. Und ich glaube, auf der einen Seite ja, um die Leute bei Laune zu halten, die es halt sehr oft spielen, das ist halt so ein Balanceakt. Auf der anderen Seite dürfen wir bitte nicht die Gelegenheitsspieler vergessen, weil wenn ich es aus meiner Beobachtung heraus sagen kann, sind es 80%, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, der Spielerbase, die Gelegenheitsspieler sind. Und wir brauchen diese Leute. Ich finde es sträflicher Leichtsinn und etwas abgehoben, wenn wir über den Dingen stehen und sagen, hey, du Noob, du Casual, du Elender, tauche nichts, scher dich aus dem Spiel, wenn es dir nicht passt und so. Das ist, ich habe jedenfalls keinen Bock, irgendwann mal stundenlang auf einen Raid zu warten, nur weil die Spielerbase so eingeschrumpft ist, dass es schwer ist, ein Spiel zu finden und so weiter. Und auch so den Spaß, den man hat mit Gelegenheitsspielern sozusagen, es ist nicht immer lustig, aber es gibt schon viele Situationen, wo man halt auch, wo auch ein bisschen Spaß in Tarkov kommt. Nicht bloß das, indem ich die Leute töte, sondern halt die Situationen, die da passieren, ja, und so weiter. Das ist in jedem Spiel eigentlich so, dass auch Gelegenheitsspieler wirklich viel für mich persönlich zum Spielgefühl beitragen und ich möchte sie echt nicht vom Kopf stoßen und echt nicht vermissen, weil ich halt dann auch Angst habe, dass wir irgendwann mal Tarkov, ja, was soll passieren? Und irgendwie, dass nur Pros da drum rennen und so weiter. Und das, ich weiß auch nicht, ob den Leuten dann das so gefällt. Ist mir eigentlich auch relativ egal. Das ist halt meine Meinung und jeder, der Tarkov spielt und es gerne spielt, ob er es nun 10 Stunden am Tag spielt oder bloß eine Stunde spielen kann, trotzdem mit Herzblut dabei ist. Ist ein Gewinn für das Spiel und für die Community. Und um das Spiel eventuell schwerer zu machen, gibt es andere Möglichkeiten. Man muss die Quests, die jeder machen muss, nicht verschlimmbessern. Man muss es nicht sinnlos schwer machen. Es gibt die Möglichkeit, dass man eventuell
tägliche Quests einbauen kann, wöchentliche Quests, dass man Events veranstaltet, an denen Leute daran teilnehmen können, die es wollen, aber auch nicht müssen, so wie mit letzten Sanitar auf Shoreline, habe ich mir nicht angetan, weil ja, das ist, ich meine, der Typ war so gut wie unsterblich und der Trick bestand eigentlich nur darin, ihn anzuschießen, 15 Minuten zu warten, bis er von selbst tot umfällt. Was ist das? Das hat auch keinen Sinn. Aber es gibt halt viele Möglichkeiten oder mehrere Möglichkeiten, die das Spiel reizvoller machen für Leute, die es oft spielen, die weit kommen, die noch mehr schaffen wollen, die ein Ziel brauchen und so weiter, als die Quests, die jeder machen muss, sinnlos kaputt zu machen. Meine Meinung. Gut, Leute, das war's soweit von mir. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß jetzt mit der neuen Season wie wir. Wir haben gestern gezockt wie die Geisteskranken. Ich glaube, ich bin dann 2 Uhr ins Bett oder so. Es war Wahnsinn, heute früh wieder raus. Ich habe geguckt wie ein Schwein im Uhrwerk. Aber es war es richtig wert. Ich habe noch nie so viel Spaß gehabt beim nach dem Vibe oder am Anfang einer neuen Season wie jetzt. Ich genieße es einfach total und freue mich schon wieder, dass es heute Abend weitergeht. Bis dahin, ich wünsche euch viel Spaß mit Tarkov. Wie gesagt, die Neuansteiger, haltet, bleibt bei der Stange, gebt nicht auf. Es lohnt sich so dermaßen. Tarkov ist einfach, es ist ein Erlebnis pur, ja. Und gerade auch mit den Events, die fast, wir hatten ja gute 11-12 Tage, ich kann mich jetzt irren, 11 Tage waren es, glaube ich, Events. Und die haben richtig Spaß gemacht. Also ich. Genial. So, Lieben, dann verabschiede ich mich mal wieder und wir sehen uns. Tarkov ruft. Bis dahin, tschüss.